Abgeordneter Peter Wurm. Ja, danke, Herr Präsident, Herr Minister, Hohes Haus, werte Zuseher zu Hause. Ja, Herr Minister Stöger, ich möchte nicht den vorweihnachtlichen Frieden, Koalitionsfrieden zwischen Rot und Schwarz zu sehr trüben, aber ich glaube, es ist schon notwendig, einen klaren Blick auf gewisse Kennzahlen im Sozialbereich zu werfen und möchte hier einige Zahlen kurz referieren. Aktuell Rekordarbeitslosigkeit, ca. 450.000 Personen in der Arbeitslosigkeit. Das war vor 5 Jahren 300.000. Möchte kurz erwähnen, ca. 50.000 Personen fehlen in der AMS-Statistik. Das sind alle, die ein Übergangsgeld bekommen, gerade im Krankenstand sind oder Ähnliches. Nur so weit zur Statistik. 300.000 Personen in der Mindestsicherung, das waren vor 5 Jahren 180.000 Personen. 185.000 Personen im Notstand, das war vor 5 Jahren 100.000 Personen. Und 80.000 Personen Asylwerber in der Grundversorgung, das war vor 5 Jahren 20.000 Personen. Ich glaube, jeder hier im Raum, der klar denken kann und auch rechnen kann, dem wird klar sein, dass diese Entwicklung in den letzten 5 Jahren unser Sozialsystem nicht verträgt und deshalb unser Sozialsystem vor einem ganz, ganz massiven Problem steht. Komme ich jetzt zur Mindestsicherung, dem eigentlichen Hauptthema heute. Frau Schwendtner, ganz kurz an Sie gerichtet, Ihr persönliches Seelenheil ist mir relativ egal. Sie sitzen auch nicht hier im Parlament, um Ihr Seelenheil zu finden. Das können Sie überall suchen, nur nicht im Parlament. Im Parlament sollten Sie hier sitzen, um für die Österreicher Lösungen zu erzielen, Frau Schwendtner. Das wäre Ihre Aufgabe und nicht, Frau Schwendtner, und nicht Ihr persönliches Seelenheil. Das interessiert hier niemanden. Frau Schwendtner, ich möchte Ihnen kurz sagen, wenn ich, Frau Schwendtner, hoch es mal zu. Frau Schwendtner, wenn Sie an soziale Gerechtigkeit denken, wenn Sie von den Grünen an soziale Gerechtigkeit denken, dann denken Sie an den afrikanischen Drogendealer und seine Mindestsicherung. Wenn ich an soziale Gerechtigkeit denke, dann denke ich an die 70-jährige Österreicherin, Mindestpensionistin, die in einer ungeheizten Wohnung sitzt. Das ist der Unterschied, Frau Schwendtner, zwischen uns zwei. Zur Mindestsicherung, ganz kurz erklärt, ist nicht ganz einfach. Es gibt eine hoheitliche, eine privatrechtliche. Die privatrechtliche klammere ich einmal aus, da geht es im Bereich Pflege. Bei der hoheitlichen Mindestsicherung gibt es eine Aufteilung der Kosten. 60% zahlt der Bund, 40% das Land oder die Länder, die Bundesländer. Und dann gibt es auf Länderebene eine